Kellern. Guck mal gleich. Dann feuer ich gleich mit der Haierfeuerwaffe. Mit der Handfeuerwaffe. Ja, oder so. Aua! Nein, du hast nicht zweimal dieselben Munition. Speicher nur eines, ist nur eine Schrotflinte, da bringt mir nichts. Eine Sniper. Ich nicht gerade prädiktiv mit hier. Und die Schilde, die blöden Affen schieben mich immer rum hier. Ja, ich sag ja, die sind teilweise echt einfach nur unnütze und. Also die Sniper macht keinen Damage. Dann benutze ich mein Schild. Und von hinten. Von hinten, von vorne, von links, rechts, oben, unten. Okay, das war's. So, hier vorne ist noch eine Kiste. Das hätten wir ohne sie nicht geschafft. Ohne sie wären wir jetzt tot. Ja, und da hinten war noch ein Telefon. Jetzt habe ich wieder ein bisschen Munition, hier lag ein bisschen was rum. Okay. Ich weiß nicht, hattest du das Telefon hier in der Ecke auch reingesammelt? Das Telefon habe ich, ja. Gesagt, du auch? Ja. Agent? Alles klar, hier. Ist gestört und wir brauchen jemanden, der die unterbrochenen Kanäle wiederherstellt. Sowohl wörtlich als auch im übertragenen Sinn. Ich habe allerdings den Eindruck, wir können eigentlich gar nicht kommen. Machen wir mal weiter, gut, den Dach erreichen. Aber sie wollen sie repariert haben. Ja, da musst du zurückkommen, glaube ich. Hinten müssen wir hoch. Wieder eine 3 Meter hohe Mauer hochklettern. Leichtigkeit. Haben wir irgendwo eine Kiste nicht oder so? Der Chris kann hier mit Munition rumballern wie ein Iltis und ich stehe immer ohne da. Hört auch nicht, ich habe auch. Wahrscheinlich zwei Sturmgewehre und jeder mit einem anderen Munitionstyp. Nein, ich habe ein Scharfschützengewehr. Ja, ich habe auch eins, aber das ist totaler Bullshit. Ich glaube, ich besorge mir mal so eine Schrotflinte. Nein, das ist Scharfschützen. Bereit? Ja. Mensch, Junge, du bist aber mutig, so nah an mir ranzutreten hier. Aber ernsthaft. Seid ihr schon tot? Ja. Kann eigentlich sein. Wir sind so böse. Boah, wir sind so gemein. So gemein und so böse. Hoch! Hoch! Schön hochklettern hier. Alter, gleich bin ich aus der Puste. Gleich muss ich erstmal eine rauchen, André. E-Zigarette kannst du im Laufen machen. Agent, Kiste. Wir haben es geschafft. Oh, Kiste. Unsere tiefsten Bedürfnisse doch auch so einfach zu befriedigen wären. Meine tiefsten Bedürfnisse sind so einfach zu befriedigen. Wäre das nicht schön, Agent? Bei manchen Menschen nicht so ist, kann ich ja nichts für. Ja, das stimmt. Führung des Waffenhandels. Sind da irgendwelche? Komm, geh runter da, du Nase. Ne, JTF. Nasenkotlet. Nasenkotelett. Nichts geht über ein schönes, frisches Nasenkotelett. Nasenkotelett. Jetzt immer, als wenn hier eine Bombe in der Nähe. Ja, ne? Ist aber keine. Ja. Jo, und jetzt hier so. Ware lokalisiert. Ladekoordinaten hoch. Jetzt bringt mich nichts mehr. Werkzeug. Alles in funktionierendem Zustand. Ja. Und da ist er schon wieder gepult. Nein. Ach, die bekämpfen sich gegenseitig. Ja, richtig, die bekämpfen sich gegenseitig.
Fassung im Scharfschützen. Was schon? Nein. Das ist schön, wenn man so einfach wäre. Ja. JTF-Verstärkung angefordert. Mal. Verdammt. Oh, verdammt. Das ist auch hart. Sehr schön. Ja? Wir müssen ja jetzt ja wieder auf Zeit ausgesetzt. Warnung! Feindkräfte nähern sich! Da kommen wir von hinten. Alarm! Oder von vorne? Wurde entdeckt. Von der Seite führen. Da kommen sie. Wir laufen eher weg. Hä? Jetzt kommen sie. Jetzt. Ah. Gut, dann warten wir nochmal. Wow. Alter, wo kommt... Haben wir sie alle schon? Ne, da ist noch einer. Nein, da kommen noch ein paar. Der ist ein JTF-Officer. Ja, da kommen noch mal ein paar. Jetzt von hinten noch mal. Oder von vorne. Kannst du die aussuchen. Heute ist ja der Alles ist möglich Samstag. Flex, Saturday. Ja. Sehr gut. Auch noch welche von der einen Seite. Aufnahmestelle an JTF Security übermittelt. Zack. Ist er da noch festgesetzt? Mir noch von der anderen Seite, das hört gar nicht mehr auf hier. Ja, ist schon zu Ende. Ich kann sagen, ist schon zu Ende. Das Vorrücken. Darf jetzt noch längs? Geht's da überhaupt längs? Sehen wir dann. Okay. Was? Kommen wir hier durch? Laden hier? Vielleicht? Ich weiß nicht. Hier ist ja nur. Nein, so da ist jetzt schon nichts angezeigt. Doch, oder? Da kommen wir durch. Tür. Kurz sondieren. Durch. Schade. Ich glaube nicht. So aus. Da hat eine Sackgasse geführt. Ja, hätte ja sein können. Ich glaube, übernimmt David die Führung, ne? Ja, dann folgen wir demnächst einfach nur noch dieser orangenen Linie. Na, wir müssen Kizzard folgen, der kennt jeden Weg. Der war schon mal in New York. Echt? New York, New York. New York, New York. Interessant. Geiselrettung ist hier sogar auch. Aber kann nicht von dem Gebiet sein, muss nach. Ja, ist Nachbar. Okay. Eine Stufe 10. Gehen wir zu dem. Oh, dann gehen wir zu dem Gebiet halt dann. Ein Gebiet weiter. Ah, Hill's Kitchen, glaube ich. Ah. Mal so ein Ding in die Hand nehmen, ne? Wow, wie willst du mein Ding in die Hand nehmen? Touch, my tralala. Ja, touch, my tralala. Also sagt doch keiner, ich sag, ihr hockt hier nur rum und wartet. Ja.
Achtung, da kommt noch mehr. Spring von hinterher, wir springen von hinterher an. Das ohne Fallschirm, André. Er ist hoch geworden, gesagt. Oh, hinter uns. Ja, nein. Aus. Nimm mal den nächsten. Ganz unauffällig. Hinter uns. Oh, beeilt euch, macht schneller. Komme, ich komme. Ich beeil mich. Ich gehe so schnell ich kann. Warum man mit dem Kasten nicht laufen kann, ne? Ernsthaft. Alter. So, was machst du da? Nebenschießen, ne? So, ich hab noch mal den letzten. Dann. Bin unterwegs. Ich laufe. Bitte, ich kann schneller laufen, aber es lässt sich nicht. Der Kasten ist so schwer. Der schwere Aktenkoffer. Da ist schwer. Achtung, links von euch. Links von euch. Das Ding da rein, du mit deinem Beef Jerky. Mein Beef Jerky Paket. Ja, der war gut. Wir haben hier den Gebiet alles, wir müssen zurück. Okay, wir müssen zurück, dann gehen wir zurück. Ja, aber danke, dass da was, Spike. Bis später, Spike. Genau das habe ich gesucht. Ja, genau das habe ich gesucht. Achtung, links, André! Habe ich denn noch die Pistole ausgewählt hier? Der Rotz. Meiner, der aufpasst, gesagt hat, die auch nicht gesehen. Oder der wollte mich jetzt offene Messer laufen lassen. Das kann natürlich auch sein. Der wollte ins Messer laufen lassen. Damit ich gut dastehe, weißt du, damit du. Gerade vor, gerade oben. Wir sind überall jetzt welche. Links sind welche, vor uns sind welche. Ja, dann kämpft. Und kämpft. Meine Kugel geht viel zu viel daneben. Streuung. Dann noch hier rein. Ihr Feuerstöße machen, Anna. Feuerstöße, Feuerstöße. Mach ich doch. Und? Ah, geht das schon wieder los? Wäre fast wieder umgefallen. Der Schrotflinte nun erledigt. Abgesägten Schrotflinte. Wow, auch noch mit der Schrotflinte. Also jetzt wird's zu langsam. Jetzt wird's langsam zu viel, André. Nächstes Mal, wenn ich den Hund von hinten erwische, stecke ich ihn in den. Ja. Nein, machen wir lieber nicht. Nein. Weiter spreche ich nicht. Nein. Den Rest überlasse ich eurer Fantasie. Ja, das ist gut. Da ist ein Arsch. Links. Links? Dann da links. Okay, am Pult. Ah, Alter, von wo kommen die denn jetzt überall hier? Also Viecher direkt auf Level sind echt übel. Ja. Ich weiß gar nicht, wo ich hinschießen soll. Weiß es auch nicht. Boah, Alter, ich brauche unbedingt mal Waffen auf Level. Oh ja.
Bedenkt. Oh nein, ich bin in Clinton eingedrungen. Oh, in der Clinton bist du jetzt. Jetzt habe ich eine Bombe gefunden. Ich höre, Sie haben Amherst Wohnung gefunden. Das ist Sauspack-Folge. War die in Clinton drin? War die nicht in Dings drin, in Aufbau? Dieser Belehr ihn. Opfer war Gary und der Fufun. In der Paris. Stimmt. Stimmt, die Geschichte war das. Du kannst den Chris aber nichts über das Hauspark erzählen. Hab ich jetzt nur gerade verwechselt. Der atmet Hauspark. Das stimmt allerdings. Für ihn ist eine Welt zusammengebrochen, als es hieß, wir verschieben das. Und hat er sich kein Stück gedacht? Na doch, wollte er, aber ich hab ihn von abgehalten. Nee, der Strick war leider ohne meine Lese, konnte ich nicht mit anfangen. Wow, haben wir jetzt was Episches gekriegt? Episches? Ich hab nicht aufgepasst. Nur ein Bauplan. Ja, ja, ein Bauplan halt, ja, ja. Ja, ja, epischer Bauplan, ja, sieh. Bauplan episch, sieh. Wir müssen hier nach Wolves denn nur noch ins Safe House. Warum sind wir da nie hingegangen? Ja, um die Quest abzugeben, damit du zur nächsten hinkommst. So, jetzt will ich erstmal nochmal kurz Waffen durchchecken hier. So, die sind über unserem Level. Deswegen waren wir da noch nicht Level 25, aber das ist ein bisschen hoch, ne? Was? Könnte doch, wieder ein Level 25. Das könnte ein Anzeigefehler sein. Hat bei mir alles Level 25. Ja, dann ist das ein Anzeigefehler, denn normalerweise kann das nicht sein. Ich habe aber auch schon von. Ein Anzeigefehler. Ah, jetzt, ja, Stufe 14. 14. Wir müssen diesen ganzen Wohnblocks. Wollen wir mal nach Antes Run porten? Ja, ne? Ne, ist noch gesperrt. Okay. Nein, laufen. Warte, ich muss hier nochmal ein bisschen ruhig kaputt machen. Mission aufgefüllt, André. Ja. Gut, ich bin fertig. Kommt hier nicht vorbei. Oh. Da bringt dir deine Hampelmänner auch nichts. Deshalb kommt ihr aber nicht vorbei. Nee, der will ja auch nicht. Ja, der rennt sich da ja auch nur im Kreis. Wir rutschen schon ab. Ja. Und der Chris ist wieder produktiv. Meinst du das? Sie verlassen jetzt den sicheren Bereich. Jetzt ist es der Damage gemacht. Wollte ich ja sagen, jetzt ist es der Damage gemacht hier. Ich glaube, ich muss aber auch doch auf eine ausgeglichene Spielweise gehen. Naja, ich gehe auch von der Zähigkeit runter auf Voll-DD. Ich denke mal, ich versuche das so einen gesunden Mittelweg zu haben, so ein bisschen von allem, so ein bisschen. Bisher. So 25.000 Schaden pro Sekunde. Ja, das dauert. Das dauert ein bisschen. So, ja. Noch 3-4 Level. Ich bin schon 16. Ja. Ihr seid auf? Ja. Ja, wir sind alle 16. David auf? Ja, wir sind alle 16. Ihr seid auf? Nein. Oder Olli nicht. David auf? Oder Olli nicht. Ja, der ist ja 25. Jo. Weil der haut schon wieder einen kaputt, egal. Ja, lass ihn. So richtig wie der Schädel, so. Ja. Jetzt an der 45. Straße. 45. 45. Achtung, da ist eine Geiselrettung. Du hast die Geiselrettung sogar markiert, okay. Warnung, Feindpräsenz entdeckt. Und da? Ja. Machen wir uns einen Spaß da. Hey, nicht war nicht so schlau von euch herzukommen. Die Schaffen hier.
Basis entdeckt. Haltet euch nicht zurück! Komm her, du. Verschwommene Sicht, ich seh nix. Ja, auch nix. Ist das schlimm? Die sehen dafür ein. Ja, natürlich. Das ist nicht zu knapp. Ihr kommt nicht weit. Na schon. Reich nach dem Schlüssel durchsuchen. Sucht den Schlüssel, Jungs. Sucht den Schlüssel. Nur Tratsch mit Rollala. Nur einer scannen würde, dann hätten wir den Schlüssel ja schon. Nein, das siehst du beim Scan nicht. Und mein Scan ist noch auf Cooldown. Er ist da oben. Bleib da unten. Zivilisten sind jetzt sicher. Ach. Ist da oben keine Kiste? Nein. Da drin eine Kiste? Ja. Ach, du eine P4. Wow. Nur ein paar Feldschoner, super. So. Okay, ich muss mal kurz ein bisschen mein Inventar durchgehen. Okay, ich hab doch ganz schön mehr, viel mehr als ich dachte. Wo wollen wir jetzt Alter, wo kommen das alle her? Ja. Deine 15 Waffen. Ja. Und du, der beschwert sich, er kriegt deine Waffen, die braucht Waffen. Er hat 15 Waffen im Inventar und du hast wahrscheinlich noch nicht durchgeguckt, welche besser ist.